Zuletzt bei Horizon Forbidden West Burning Shores. Gemeinsam mit Seika brachen wir in die alte Heavensea-Kommandozentrale ein, welche ein altes Sternenobservatorium aus Los Angeles ist. Von hier aus wurden alle Asteroiden-Missionen zum Abbau von Mineralien, die Laundra beauftragt hat, geleitet. Und auch hier hoffen wir, weitere wichtige Informationen über Walter Laundra zu finden, damit wir ihn hoffentlich früher oder später zur Rede stellen können. Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Horizon Forbidden West DLC mitten aus dem Observatorium, welches sich Walter Laundra eiskalt gekauft hat von der Stadt Los Angeles für einen viel zu hohen Preis, einfach nur um hier raus seine Hauptbasis zu bauen. Ein Geschenk von einem Freund. Denk dran, dir den Rücken freizuhalten. Was bedeutet das? Wofür ist das? Eine Art Preis, denke ich. Laundras Frau war zu ihrer Zeit recht bekannt. Seltsam, dass er das behalten hat. Am Ende waren sie nicht mehr gut, aufeinander zu sprechen. Wer liebt, kann nicht loslassen. Ist es so eine Art Oscar? Bloß mit irgendwelchen Adlerschwingen oder Engelsschwingen oder irgendwie sowas? So, und hier hat der Kollege gepennt und seine Chayas weggeflankt. Da ist aber was. Sicherheitsprotokolle der Anlage. Und ein jüngerer Eintrag. Ich werde ungeduldig, Nova. Die Datenabfrage ist fast abgeschlossen. Ich habe das Nordarray zum Senden vorbereitet. Du beschaffst alles von der Luftfahrt und den Spezialeinheiten, oder? Einschließlich der Dateien zum MOP? Korrekt. So, bereit zum Senden. Aber es ist eine Schande, dass wir dieses Programm wieder brauchen. Nova, Liebling, eine schwierige Aufgabe liegt vor uns. Wir dürfen nicht weich werden. Reduziere deine Empathie-Matrix um 15%. Reduziert. Wunderbar. Übertrag jetzt sofort die Dateien, damit wir verschwinden können. Dieser Ort fühlt sich an wie ein verdammtes Grab. Okay. Was sollte das alles? Das Nordarray klingt wie eine Art Sender. Wenn wir es finden, können wir Laundra bis dorthin verfolgen, wo er sich verkrochen hat. Klar, aber wieso kam er zurück? Erklär ich später. Finden wir einen Weg raus. Okay, aber ich nehme dich beim Wort. Okay, ich find's auch krass, dass er einfach dieser KI sagen kann, ja, hör mal auf, bisschen mitfühlender zu sein, ne? Wenn du keinen Bock hast, dass dir jemand ins Gewissen reinredet, dann einfach sagen, ja, hör bitte auf, mir ins Gewissen reinzureden. Alles klar, ich rede nicht mehr in ihr Gewissen. Zack, Emotion getötet. Ja, so bringt die KI auch nicht viel, ne? Aber alles gut. Okay, dann schaue ich mal, wie wir jetzt hier am besten wieder rauskommen. Also, ob es jetzt hier irgendwie einen schnelleren Ausgang gibt oder ob wir jetzt einfach wirklich den ganzen Weg zurückdackeln müssen. Aber, wirklich... Ah, hier! Sehr, sehr spannend. Wir müssen jetzt zum Nordarray. Und vor allem hat ja diese Nova, ne, diese KI auch sowas gesagt, wie schade, dass wir dieses Programm wieder brauchen. Ist damit vielleicht dieses Nemesis gemeint, was jetzt gerade die Erde vernichten soll? Keine Ahnung, hat der das irgendwie losgeschickt? Mitglieder einer Splittergruppe, möglicherweise ein Ableger der aufgelösten Gruppe Reinheitsaktion Europa. Sie hatten Agenten und einen Shuttle-Piloten unter die Bergleute eingeschleust. Sie wurden alle beim Versuch eliminiert, unsere automatische Verteidigung auszuschalten. Aber ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn sie die Umlaufbahn von Prospero destabilisiert hätten. Simulationen zeigen, dass sie Oslo, Kopenhagen oder Stockholm mit Erfolg hätten angreifen können. Wir benötigen offensichtlich zusätzlichen Schutz, also ist es vielleicht an der Zeit, MOPs erneut in Erwägung zu ziehen. Ah, und von diesen MOPs hat auch gerade Laundra geredet. Okay. Was hat es mit denen auf sich? Mit diesen MOPs. Diese Maschinen sind uns im Weg. Sie müssen erst weg. Alles klar, Freunde. Dann müssen wir, glaube ich, mal wieder ein paar Maschinen schlachten. Wir haben jetzt auch hier richtig so ein offenes Feld, ne? Dass wir hier jetzt dann gleich eine richtig geile Schlacht
schlagen können. Ne? Schön, schön Platz. So. Schauen wir mal nach. Mit einem Scharfschussbogen kann man die auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut aus der Luft ballern, oder? Oh, nee, jetzt ist der abgestürzt. Was soll das denn? Der ist einfach nur ein bisschen gesunken, ne? Sehr gut. War es das mit ihm? Ja, okay. Zwei Schuss, Freunde. Läuft doch schon mal ganz geil. Und bevor der jetzt irgendwas macht... Oh. Schicken wir ihn zum Boden, okay. Aber dann können wir ihm jetzt in sein Auge schießen. Aber der steht immer noch. Das Ding ist, ich kann mir bald... Das Problem ist, dass ich über so explosiven Schleim brauche, um diese Scharfschutzpfeile zu machen. Aber die sind halt auch verdammt stark. So, oh! Das war einfach ein Headshot. Der hat einfach den Schuh gemacht. So. Okay, aber die haben jetzt weniger Lust auf jeden Fall auf uns. Ich merk's. Die wirken so ein bisschen wie fliegende Wächter. Ich glaube tatsächlich, dass das neue fliegende Einheiten sind, habe ich das Gefühl. Boah, und die sind auch echt nicht einfach zu treffen. Aber ich krieg direkt den Elementschaden drauf. So, und jetzt mache ich hier diesen Modus, dass mein Nahkampf, glaube ich, krasser wird, oder? Okay, jetzt habe ich von irgendwas aufs Maul bekommen. So, Moment. Ja, oh, geil, 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 geil. Direkt zum Boden gebracht. Einmal reingesteckt. Den Speer, dann war es das mit ihm. Aber irgendwo muss doch jetzt noch einer sein, oder? Bist du der andere? Hast du dich diesen Kampf einfach... Wow! Rausgenommen? Na, das war's mit dir. Okay. Ich bin zwar immer noch in diesem Kriegermodus, in dem ich mehr Nahkampfschaden mache. Und irgendwie hätte ich auch sehr Lust, den noch weiter auszuprobieren. Aber ich habe das Gefühl, dass das Spiel einfach sagt, nö, brauchst du nicht, alles gut. Du hast schon alles vernichtet, was vernichtet werden muss. So, warte mal, da ist ein Wildschwein. Das ist eine Sache, die ich in dem Game immer vernachlässigt habe. Diese Wildtierjagd. Aber gerade zum Upgraden von Beuteln und so ist das immer sehr, sehr wichtig. Hier was mitzunehmen, aber wir brauchen lilanen Loot. Dieser lilane Tierloot war immer das, was man zum Upgraden von Beuteln gebraucht hat. Oh, schöner Gesichtstreffer. Da hat er irgendwas, hat er da am Bein. Da hat er sogar noch Säurekapseln hinten dran. Okay. Oh, gib ihm. Ja. Putz. Ey, ich mag diesen Kampf. Fällt mir sehr gut. Hier kracht es auch schon wieder komplett. Wir können aber so ein bisschen zumindest an Höhe gewinnen. Ist hier noch irgendein Monster? Ich habe das Gefühl, dass Seika noch gegen irgendjemanden kämpft. Ja! Da fliegt noch was. Der hat aber auch hier so ein Feuerbeutel an der Brust. Der mit einem simplen Schuss, Freunde, getroffen werden kann. Ist der down? Ja, ne? Ah, sie hat ihn zu Fall gebracht. Da kommt noch einer. Okay, jetzt geht's hier richtig los. Hallo? Was geht denn jetzt hier ab? Okay. Aua. Ich habe aber wieder eine Aufladung drauf. Genau. Dadurch habe ich jetzt nämlich hier die Möglichkeit. Oh, Bruder. Okay, der flattert viel zu schnell. Am Flügel hat er jetzt. Hat er jetzt diesen Schwachpunkt, auf den ich aufpassen muss. Der hat auch den Feuerbeutel an der Brust. Boah, Bruder. Yes! Den Treffer wollte ich. War es das auch gleich mit ihm? Lebt der noch? Nee, ne? Nee, ich glaube, der ist down. Da seht ihr es, der hat halt immer noch diesen Schwachpunkt da am Flügel, aber den brauche ich, glaube ich, gar nicht attackieren. Der hat aber auch irgendwas an der Brust. Mhm. Ist das? Was ist das? Ist das irgendein... Schau mal, ich habe ihn zu Fall gebracht. Irgendwas ist da. So. Nein, nein, nein. Warte mal. Okay, dann machen wir erstmal so. Putz. Ja. Gib ihm. Please. Okay. Ich weiß, ich bin... Nahkampf ist nicht so effektiv in dem Game. Aber ich bin Nahkampf-Hustler, okay? Ich kann nichts dafür. Okay, was macht der für Moves? Der hat da irgendwie... Ah, der ist festgekettet von ihr. Ah, strong. Das war ein Kopftreffer, der war schön und die versucht ihn jetzt quasi weiter am Boden festzuketten. Ich habe den Säure-Effekt drauf bekommen. Auch wichtig. Das war die Schwachstelle, die wir per Nahkampf draufkriegen.
Dann gehen wir jetzt ein bisschen auf Abstand. Ich schieße ihn mal ein bisschen in die Presse. Keine Ahnung, ob ihn das juckt. Wir laden auf. Sehr gut. Und das war's. Boah, schöner Kampf. Ich finde, wir haben sehr gut gekämpft. Ich finde, wir haben sehr, sehr gut gekämpft. Sehen wir uns die Statue mal an. Hoffentlich hat das Ding Antworten. Hi. Ist das das Nord Relay? Oder Array? Daten gingen zu einem Ort im Westen. Was für Daten? Ich muss wissen, was los ist. Hier, wir müssen mit dir reden. Sie checkt gerade gar nichts. Was hat sich in dem Hologramm abgespielt? Und warum genau ist Londra hergekommen? Und was macht er mit meinen Leuten? Er hat sie benutzt, um hier alte Daten zu finden. Es hat teilweise mit etwas namens MOP zu tun. Keine Ahnung, was das ist. Doch der Rest. Ich glaube, er versucht, ein Schiff zu bauen, mit dem er weg von dieser Welt kommt. Zu den Sternen. Weg von hier? Warum sollte das jemand wollen? Du verschweigst mir irgendetwas. Oh, du bist wie eine Wahrsagerin. Voller Geheimnisse. Ach ja? Und was ist mit dir? Wie du auf das Wandbild reagiert hast, in der Ruine? Erklärst du mir das? Schön. Wir werden wohl beide erstmal schweigen. Okay, hör zu. Wichtig ist, dass wir wissen, wohin Londra gegangen ist. Dorthin hat er wohl deine Leute mitgenommen. Und deine Schwester. Ja, natürlich. Ich sollte dem Admiral Bericht erstatten, bevor wir weitermachen. Ich nehme dafür das Boot, das wir gesehen haben. Okay, ich treffe dich später dort. Wie die sich einfach beide gegenseitig nichts erzählen wollen, ne? Hauptquest abgeschlossen, Himmel und Erde. Okay, schön, schön, schön. Da kriegen wir noch erstmal wieder ein paar Fertigkeitspunkte. Das mag ich. Aufgewühlt. Saker von Nemesis erzählen. Das kann ich ihr nicht antun, nicht jetzt. Nicht, wenn sie sich Sorgen wegen ihrer Schwester macht. Es ist zu belastend, oder? Naja, ich weiß nicht, ob es zu belastend ist, Ayla. Also ich bin immer der Meinung, auch wenn du scheiß News hast, einfach raus damit. Immer in dem Moment, wo Leute etwas Schlimmes herausfinden und checken, dass es ihnen verschwiegen wurde, werden sie sauer. Zu Recht auch, ne? Weil man das Gefühl hat, dass man irgendwie hintergangen wurde und das ist... es ist nicht schön, so News zu überbringen, ohne Frage. Es ist alles andere als schön. Aber man sollte die Leute meiner Meinung nach trotzdem nicht im Dunkeln lassen, auch wenn es unangenehm ist. Aber fairerweise muss man auch sagen, man muss es auch vielleicht nicht direkt im schlimmsten emotionalsten Moment einer Person rauszwiebeln. Man kann da vielleicht schon schauen, dass man den Moment findet, wo eine Person vielleicht nicht gerade emotional krass instabil ist. Ne? Aber irgendwann muss es raus. So, alles klar. Dann schauen wir mal von hier oben runter. Da laufen zwei dieser Gallbäuche rum. Aber ich... Also ich könnte sie attackieren, aber to be honest, ich wüsste nicht wofür. Ich wüsste nicht den Mehrwert, den wir davon hätten, wenn wir da angreifen. Ich glaube, ich hole meinen Fliegerkollegen. Wo haben wir ihn? Bro, ich habe so viel in diesem Menü da unten, ne? Sehr gut. So. Und dann flattern wir los. Oh, es ist so schön hier. Es ist so ein tropisches Urlaubsparadies. Oh, das ist der absolute Wahnsinn. Ich war selber dieses Jahr das erste Mal in meinem Leben so in einem tropischen Gebiet. Ne? Ich war auf den Malediven für, ich glaube, 8 oder 9 Tage waren es insgesamt. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Also ich sag's, wie es ist. Das war ein Urlaub, der nicht günstig war. Das war auch der erste Urlaub überhaupt, den ich so in der Art gemacht habe. Aber wenn du dann da wirklich stehst, vor diesen Palmen, auf diesem weißen Sand, vor diesem hellblauen Meer, du denkst dir einfach nur so, das ist
zu schön, um wahr zu sein. Man kann das irgendwie gar nicht begreifen, wie schön doch einfach die Erde sein kann und was einfach für schöne Flecken gibt. Und dann natürlich das Ganze vielleicht noch gepaart mit einem schönen Hotel etc. Ah, das war der Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Das ist ein Urlaub, den ich mein Leben lang nicht vergessen werde. So das erste Mal Tropen. Erste Mal hell, so türkisblaues Meer zu sehen. Und vor allem, also was mich tatsächlich fast noch mehr geflasht hat, als das Wasser, waren tatsächlich die Pflanzen. Also, Entschuldigung. Die Pflanzen dort sind so saftig. Das ist so ein saftiges Grün, was die Pflanzen haben. Das ist in keinster Weise mit irgendeinem deutschen Wald zu vergleichen. Es ist einfach eine ganz andere Art von Grün, die die Pflanzen da haben. Ich weiß nicht, ob das an der Sonneneinstrahlung liegt, dass die Sonne da irgendwie anders drauf scheint oder ich kann es euch nicht sagen, aber die Natur sieht so knallig. Es sind so gesättigte, kräftige Farben. Es macht einfach nur Spaß. Es klingt richtig dumm, sich Büsche und Gräser und sowas anzuschauen. Absolut, absolut traumhaft. Wenn ihr irgendwann mal die Chance habt, go for it. Toll. Ist alles in Ordnung? Ich habe dem Admiral Bericht erstattet. Offenbar will mich ein Teil der Besatzung degradieren und verstoßen. Tut mir echt leid, Zeka. Das muss schwer für dich sein. Ist doch egal. Wohin gehen wir als nächstes? Tja, wir wissen, wo Laundra die Daten von der Firma hingeschickt hat. Irgendwo auf dem Festland nördlich vom Treffpunkt. Dorthin können wir fliegen. Ja, was das angeht, lass uns diesmal meine Jolle nehmen. Kein Fan vom Fliegen, was? Marinesoldaten ist das Wasser immer lieber als der Himmel. Also gut, wir nehmen deine Jolle. Immerhin ist sie ehrlich. Was ist denn los? Immerhin ist sie ehrlich. Ja, los geht's. Folge mir. So, und wenn wir dann von der Hauptmission nach Hause kommen, dann müssen wir dann auch mal schauen, ob es dann noch mal ein paar Nebenquests in der Stadt gibt. Ne? Auch wenn ich keine 100% mache mit irgendwie alle Collectibles sammeln oder alle Waffen upgraden oder so. Schön und einfach. Möchte ich mir dann doch alle Nebenquests anschauen. Stirbt man nicht, wenn man runterfällt. Na. Also man stirbt nicht direkt, aber im Wasser ist schon auch echt ekliger Shit, ne? Und Flottenende verschwindet hinter uns. Gemeinsam mit anderen. Warum lässt du dir das gefallen? Ich weiß, wie das ist, wenn man einen ganzen Stamm gegen sich hat. Ich wäre da längst rausgestürmt. Es war nicht immer so. Ich war eine gute Matrose. Eine gute Schwester. Ich gehörte dazu. Dieses Gefühl ist eine Stärke. Es treibt mich selbst auf rauster See an. So etwas kann man nicht einfach wegwerfen. Verstehe. Deine Leute können echt froh sein, dich zu haben. Also, ich weiß nicht. Ich schon. Ich finde die Dynamik zwischen den beiden richtig cool. Also ich finde, sie ist ein echt sehr, sehr, sehr cooler Charakter, muss ich sagen. Macht sehr Spaß, mit ihr auf Missionen zu gehen. Also, die Koordinaten führen uns offenbar direkt zu dem Horus. Das Ding ist so gruselig. In klaren Nächten kann man es vom Lager sehen, wie es über uns aufragt. Horus sind diese Riesenmaschinen, ne? Da! An der Küste! Noch mehr unserer Boote! Dann sind wir hier richtig. Ich bring uns hin! Sehr gut. Oh, das Hollywood-Sign da oben. Let's go! Hä, wie cool. Wie cool einfach. Okay. Sehr schön. Okay. Und direkt ein neues Lagerfeuer. Was dann am Ende des Tages auch immer neue Schnellreisepunkte sind, ne? Das kann nie schaden. So. Boah, auch hier, wie alles so rot schimmert, ne? Weil das Magma da den Stein so beleuchtet. Ich weiß, es ist nur eine Videospielwelt, Freunde, ne? Aber das zeigt natürlich auch mal, was so theoretisch in der Natur alles möglich ist. Diese ganze Optik hier ist natürlich auch nicht an den Haaren herbeigezogen. Das ist natürlich auch an echten Orten inspiriert.
Und es ist einfach... Boah! Was für eine Wahnsinnsgrafik! In was für einer Zeit leben wir, dass wir so schöne Spiele verdienen. Ich bin begeistert. Ich bin wirklich nicht der größte Grafikmensch, ne? Also ich sag immer Gameplay über Grafik. Aber Horizon schafft es wirklich, diesen Gameplay-Aspekt mit einem pervers geilen Grafikaspekt zu verbinden. Ich hoffe nur, wir finden sie. Und das Gesamtpaket ist einfach der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Meine Leute waren eindeutig hier. Sie scheinen auch weiter hochgegangen zu sein. Die Koordinaten führen auch dahin. Okay. Mitten in dieses Riesenvieh da oben, oder was? Was einfach über dem Hollywood-Sign gecrashed ist. Sehr episch inszeniert. Sehr, sehr episch inszeniert. Die muss von Laundra sein. Sieht nicht so aus, als kämen wir da vorbei. Aber auf der anderen Seite ist eine Art Gerät. Ja. Ich glaube, ich kann scannen. Scanne das Gerät. Warte mal, wovon reden wir? Ah, von dieser Höhle. Ah, mit dem Schutzschild. Verstanden. Okay. Mal sehen, was auf dem Ding ist. Am Plan. Unter dem Horus ist etwas. Sieht aus, als wäre da noch was weiter drin. Eine Art Anlage. Laundra könnte dort drin sein. Deine vermissten Leute auch. Ich sehe keinen Weg durch die Barriere. Da. Das ist eine Art Stromgenerator. Angeschlossen an den Arm des Horus. Laundra hat einen Teil davon wieder zum Laufen gebracht. Ein Metallteufel kann doch nicht wirklich aufwachen, oder? Keine Ahnung. Aber zumindest im Moment versorgt Laundra so die Barriere mit Energie. Oh, stell dir mal vor, also der Horus würde wirklich schweben. Die Barriere fallen. Das wäre so krass! Das wäre so krass! Ist es jedenfalls wert. Sieht aus, als wären zwei davon in der Nähe. Na, dann los. Stell dir mal vor, der würde sich erheben. Aber ich glaube es fast nicht, oder? Hügel sein. So, Textprotokoll. Zum Zeichen hinaufgewanderten führte, wahrscheinlich zum Hollywood-Zeichen, ne? Hinaufgewanderten führte eine Untersuchung durch. Die Beschichtung ist einwandfrei. Hab die Nanitmischung an einer Ecke des zweiten L erneuert, die offenbar beim ersten Anstrich übersehen wurde. Da geht's ums Hollywood-Sein. Abgesehen davon gibt es keinerlei Anzeichen für Verwitterung oder Zerfall. Bis jetzt greifen die Schutzmaßnahmen genauso gut oder sogar besser als bei den Testoberflächen in Vegas. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, bewahrt das neue Zeug den Schriftzug bis ins Hollywood. Nächste. Einst wurde es Land der Träume genannt. Der Traum ist wohl vorbei. Voll krass, wie wir da jetzt einfach auf das Hollywood-Sign stoßen, ne? Oh nein! Ich komme! Ich sehe da unten schon wieder diese Eier. Kämpfen wir schon wieder jetzt gegen so einen Frosch? Sieh dir das an! Über uns! Laundra hat nicht am Strom für diesen Schild gespart. Da sind auch ein paar unserer hässlichen Freunde. Ja. Und mehr Eier. Boah, ist das für Riesenvieh. Ich versuche mal, mich da jetzt so ein bisschen durchzumogeln. Ohne, dass mich vielleicht diese Riesenfrösche zumindest jetzt im ersten Moment entdecken, ne? Und dann schauen wir bei Gelegenheit mal, was wir hier machen können. Komm ich hier hoch? Nee. Doch, hier, okay. Das ist schön. Aber da sind diese Eier. Bleib mal hier vorsichtig. Wacht so ein Ei gerade auf? Nee, ne? Okay, mal sehen, ob wir das Ding lahmlegen können. Vielleicht schaffe ich es, ohne angegriffen zu werden. So, let's go. Eine Art Energiekern. Allein kontrolliert einen Kern. Sekka, du musst auf den Kern schießen. Okay. Deka? Erwischt! Aha! Einer weniger. Jetzt der andere Generator. Ja, geil.
Schaffen wir es wirklich, uns da kommt? Okay, da drüben können wir uns nicht vorbeisneaken, Freunde. Der Frosch da oben. Boah, mit dieser langen Zunge, ne? Ich glaube, der ist da zu nah an dem Schildgenerator dran. Ich glaube, dem müssen wir auf jeden Fall geben. Okay, okay. Da muss ich jetzt irgendwie schauen, wie ich da am besten hochkomme. Ohne, dass mich dieser andere Frosch da erwischt. So. Wir klettern hoch. Und ich habe doch jetzt hier so eine Feuerschleuder bekommen. Oder so eine Eisschleuder. War der Kollege nicht sogar anfällig gegen Eis? Schauen wir mal. Hallo. Hallo. Jawollo. Freunde, genau das brauchen wir. Und dann schön mit dem Scharfschussbogen auf die... Oh, Bruder. Bruder. Wo ist er gelandet? Hier. Auf die Schwachstelle. 1000 Damage gemacht. Das ist insane. Aha, noch ein Schwachpunkt getroffen. Oh yeah. Och nein, das ist ja so ein Eiervieh, ne? Komm, mach einen Abflug, Digga. Aua. Ich glaube, der Kollege ist gerade auf mir gelandet oder in mir oder irgendwas, was mir auf jeden Fall nicht gefallen hat. Wo ist er? Ah, der ist wieder zurück, okay. So, oh, ich habe irgendwas getroffen. Er klebt jetzt. Ich habe doch eigentlich eine Eisbombe geschleudert. Ich bin stark verwirrt. Aber, hey, soll mir recht sein. Jetzt habe ich irgendwas untersucht. Nee, aufpassen. Genau da. Das ist irgendein Frachtbehälter, den der hinten dran hat. So. Zack. Krieg ich den ab? Yes. Sehr schön. Damit gebe ich mich jetzt mal auf jeden Fall hier an der Stelle in Sicherheit. Sehr gut. Okay, das liegt nicht so wie gewollt. Aber er brennt. Okay. Hat er noch Schwachpunkte, die ich treffen kann? Ich habe das Gefühl, ich habe ihm schon ganz gut zugesetzt, ne? Ich scanne ihn mal. So, wir haben ihn markiert. Immer noch an der Seite, ne? Wie kann es sein, dass die immer noch nicht abgetrennt wurden? Oh, ich bin doch gerollt, oder? Mhm. Und der hat immer noch den großen, hier, Behälter unten am Bauch. Wenn wir den natürlich abbekommen würden, das wäre natürlich der absolute, das wäre natürlich Jackpot, ne? Yes! Oh, Freunde, der Kampf war gut. Der Kampf war sehr gut, Bro. Wie der hier von dieser Säure überzogen ist. Bah! Widerlich, aber ich glaube, an dem kommen wir jetzt nicht vorbei. Ich glaube, da müssen wir jetzt Gas geben. So, ich versuche jetzt mal direkt das da an der Seite abzubekommen. Sehr gut. Aua. Aufpassen. Da müsste ich ihn überladen, ne? Da hinten müsste ich einen Überladungspfeil reinfeuern bei ihm. Aber ich kann auch erstmal da unten auf seine... Mhm. Auf seine Gifttaschen schießen. Ich habe sogar gerade Überladungspfeile geschossen. Check ich gerade. Mhm. Komm schon. Please! Explodier, du blöde Gifttasche! Yes! Und jetzt schießen wir gleich auf den anderen Beutel auch noch. Das waren drei schöne Treffer. Die Säure frisst sich jetzt langsam durch ihn durch. Nee, jetzt habe ich ihm Feuereffekt gegeben. Auch nicht schlecht. Jetzt habe ich ihm Eiseffekt gegeben, Bro. Wirklich diese Fähigkeit, die ich habe, ne? Mit diesen zufälligen Effekten. Die ist der absolute Wahnsinn. Dann heuche ich ihm, glaube ich, jetzt einfach noch einen Sprengspeer ins Maul. Oh, Bro. Okay, kein Sprengspeer von mir an der Stelle. Viel besser. Mhm. Ich habe sogar irgendeinen Schwachpunkt getroffen. Aber der ist auch in meiner Fresse gelandet. Also ich habe echt das Gefühl, dass man manchmal... Jetzt schon wieder... einfach Attacken nicht so ganz ausweichen kann. Was, seine Augen?
check gar nichts mehr bei dem, ne? Oh, wir schießen da mal auf den Schachpunkt. Aua. Maddie. Oh ja. Ah, das sind wirklich, das sind diese Kleberdinger, ne? Da ist auf jeden Fall Kleber dran. So, pass auf. Jetzt treffe ich eine Spule. Jetzt wird er überladen. Jetzt wird er überladen. Gut. So, das schmeckt dir nicht, Kollege, ne? Und dann gibt es gleich noch eine zweite Überladung. Mit Frost ist das hier kein Problem. Yes. Mache ich kurz noch hier neue Pfeile, während er im Hintergrund explodiert. Mhm. Sehr gut. Gut ausgewichen. Ah, das sind seine Augen, doch? Ja. So, jetzt können wir uns auf die Generatoren konzentrieren. Let's go. Schöner Kampf, Freunde. Sehr, sehr schöner Kampf. Ich sammle jetzt nur kurz ein paar blaue Beeren, damit wir hier jetzt nicht komplett hilflos sind. Und dann machen wir hier den wunderbaren Schildgenerator aus. Seika, du weißt Bescheid. Seika? Ja, bin bereit. Oh yeah. Okay, gehen wir zurück zum Bunkereingang. Die Barriere müsste jetzt weg sein. Ah, dann hoffentlich sind meine Leute da drin. Er hört aber gar nicht auf, ne? Doch, hört er. Let's go. So. Und ob wir beim nächsten Mal auf diesen äußerst sympathischen Kollegen treffen und ihr Volk finden, Freunde, all das sehen wir dann. Ich wollte jetzt eine epische Abbaut machen, hab's nicht geschafft. Ich hoffe aber, dass ihr beim nächsten Mal wieder episch einschaltet. Danke fürs Zuschauen. Und noch ein paar Bärchen. Ein großes Dankeschön an JT90, Lord Darkflo und Heilang für euren Riesensupport mit der dicken Kanalmitgliedschaft. Ich danke euch, dass ihr dieses Projekt so am Leben haltet.